Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Abschied von gestern Box von Afrob. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Abschied von gestern von Afrob, das Ganze am 22. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine schwarze Box, recht flach. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Einmal hier durchziehen und dann können wir hier wunderbar die Folie abziehen. So, die Box ist in einer Hochglanzoptik, also es spiegelt hier ganz stark. Wir haben das Ganze in Schwarz, in Hochglanzschwarz und in der Mitte lesen wir groß den Schriftzug Afrob in so einem Goldgelb. Hier auch noch mit einem A und einem O, das so ein bisschen funkelt oder ja reflektiert. Darunter lesen wir dann den Albumtitel Abschied von gestern. Ansonsten ist hier eigentlich alles in Schwarz gehalten rundum. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Als Doppelvinyl und CD plus CD Bonustracks plus Magazin Rolle mit Hip-Hop 1999 bis 2019. Afrob, Abschied von gestern, dann haben wir hier die Tracklist, dazu kommen wir dann noch im Detail, plus die Beteiligten und links gibt es noch einen Barcode. Das Ganze ist erschienen über One Shutter Records und Edel Distribution, die haben den Vertrieb gemacht. Ups, es klappert auch schon. Wir schauen mal rein, von innen in schwarz und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir einen Code, ein Magazin, das dürfte dann die Vinyl sein, jawohl. Gut, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. Also die Box ist vom Format her, wie gesagt, so eine klassische Vinylbox, recht flach und quadratisch. Und nachdem hier wirklich gar nicht in Folie ist, also nicht mal das Album, nicht mal die CD oder die Vinyl, hier ist gar kein Plastik verwendet worden, starten wir direkt mit dem Album, mit der Album-CD. So sieht das aus. Wir haben hier scheinbar den kleinen Afrob sitzend. Ah, okay, hier kommt gerade noch ein zusätzlicher Boxinhalt zum Vorschein. Kommen wir dann dazu noch später. Also, wir haben hier den kleinen Afrob sitzend mit einem wunderbaren Outfit, so einem gelben Strickoberteil, weiße Strumpfhose und wenn ich es richtig interpretiere, hat er hier noch so einen Latz, so ein Lätzchen umgebunden. Afrob, Abschied von gestern, lesen wir hier. Das Ganze kommt in einem regulären Toolcase, hier auf der Seite in so einem Beige gehalten. Hier lesen wir auch wieder Afrob, Abschied von gestern. Und auf der Rückseite hier der kleine Afrob mit, sieht aus wie eine Lederhose und weißen Strümpfen dazu. Und das daneben dürfte dann wohl seine Mutter sein. So, hier haben wir die ersten Infos dann zu den Tracks. Also 16 Stück an der Zahl. Und wir haben auch Features mit dabei. Wir haben hier einmal ein Feature von Haze, Alex Prince, nochmals Alex Prince. Und dann haben wir noch ein Feature von Umse. Dann wieder hier Barcode plus Beteiligte. Dann schauen wir mal hinein. Mich würde nur interessieren, wo dieses Foto aufgenommen wurde, denn Afrob wurde ja meines Wissens in Italien geboren und hat dort auch die ersten Jahre verbracht. Ich weiß allerdings nicht, wie lange, also wann er dann, in welchem Alter er dann nach Deutschland gekommen ist. Eventuell wurde es dann auch schon hier in Deutschland aufgenommen. Keine Ahnung. Dann haben wir hier einmal das Booklet. Wenn ich es rausbekomme. So. Wir haben, was haben wir hier? Ah, okay, wir haben hier scheinbar die Tracks, aber es sind, soweit ich es jetzt beurteilen kann, ausgewählte Tracks, denn, ja klar. Also, es sind nicht alle Tracks hier verfasst, sondern wir haben hier einmal diesen Track
Und dann diesen hier, Flüchtling for Life. Also zwei Stück. Stadtmensch. Und eins noch. Also vier Tracks haben wir hier drauf. Ja, weiß ich nicht so recht. Also auf der einen Seite freue ich mich natürlich immer, wenn Lyrics hier ins Booklet finden und man die hier ab. Also wenn man die hier abgedruckt hat und mitrappen oder nachlesen kann. Allerdings muss ich ehrlich sagen, wenn schon, denn schon. Also dann hätte ich mich gefreut, wenn man alle da reingepackt hätte. Von mir aus hätte man es ein bisschen kleiner drucken können, aber so hat man halt jetzt irgendwie vier Tracks da drin und die restlichen nicht. Naja, okay. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks, also die Credits. So sieht das aus. Und hier auch nochmal Credits. Jawohl. Gut, dann packen wir das Booklet wieder zurück und kommen zur CD. Die ist wieder in diesem Gold-Beige gehalten. Sieht so aus. Und auf der Rückseite auch wieder dieser Farbton. So, dann haben wir das Album auch noch auf Vinyl. Und wir haben hier, wie wir sehen, das idente Cover wie auch auf der Album-CD. Das Ganze gestaltet. Dann haben wir hier Afrop Abschied von gestern. Auf der Rückseite dann wieder die Tracklist. Wir haben hier eine Doppelvinyl, also A, B, C und D-Seite. Barcode, Beteiligte. Okay. Okay. Auch hier hat man wieder die Lyrics reingepackt. Also, Unity, Stadtmensch, Flüchtling for Life und eins noch. Vier Texte, vier Tracks hier mit drin. Dann wieder die Infos, die Credits. Dann das Logo hier, der Afrop Kam. Dann kommen wir zu den Vinyls. Einmal und zweimal. Schauen wir kurz, hier ist nichts drin. Hier auch nicht, okay. Also, wir haben zwei Vinyls, die kommen in einer schwarzen Papierhülle. Vinyl Nummer 1 ist auch ganz klassisch in schwarz gehalten. Sieht so aus. Abschied von gestern. A lesen wir hier die ersten vier Tracks aufgelistet. Auf der Rückseite dann natürlich B. Hier auch wieder vier Tracks mit drauf. Okay. So, dann packen wir die mal zurück in die Hülle und kommen zu Vinyl Nummer 2. Und hier haben wir dann die C-Seite mit 5 Tracks und die D-Seite mit 3 Tracks. Also auf beiden Vinyls insgesamt 8 Tracks. Bedeutet, wir haben dann 16 Stück. Das sind auch die 16, die wir auf der Album-CD haben. Aber damit nicht genug, was die Musik betrifft, denn wir haben hier zusätzlich auch noch einen Download-Code. Und zwar kommt er hier in diesem quadratischen Zettelchen, Afrop Abschied von gestern. Und auf der Rückseite haben wir dann hier einen Download-Code. Um dir die Afrop Abschied von gestern Bonustracks downzuladen, geh auf afrop.com/download und gib dort deinen persönlichen Code an. Also, mittels dieses Codes kommt man dann noch zu vier weiteren Bonustracks. Bedeutet, wir haben dann nicht 16, sondern mit Hilfe dieser vier insgesamt 20 Tracks dann auf dem Album. Dann haben wir hier Afrop Rolle mit Hip-Hop Nachholtour 2019. Okay. Auf der Rückseite haben wir auch wieder einen Code. Das sieht dann so aus. Und hier lesen wir: Hol dir dein Ticket für einen der Afrop Live-Termine 2019/2020. Geh auf afrop.com/ticket und gib dort deinen persönlichen Code ein. Das bedeutet, ihr könnt mittels diesem Code ein Konzertticket erhalten zu der Tour. Und deswegen ist die Box auch etwas teurer gehalten. Also da ist quasi das Ticket mehr oder weniger mit im Preis inbegriffen. Man kann sich die Stadt dort frei auswählen. Es gibt nur eine Sache. Ich habe jetzt die Tour-Dates leider nicht hier vorliegen, aber ich habe sie mir im Vorfeld des Videos mal angesehen.
Und leider kommt Afrob nicht nach Österreich, geschweige denn nach Wien. Und deswegen werde ich, nachdem ich in Wien wohne, die Tour nicht besuchen. Also falls ihr Interesse habt an diesem Ticket, an diesem Code, könnt ihr mir gerne schreiben und dann werden wir uns da schon irgendwie einig. So, dann haben wir hier das Magazin Afrob Rolle mit Hip-Hop 1999 bis 2019. Erinnert mich stark an das Cover von damals. Das sah ja so aus. Nur eben, ich glaube, nicht negativ. Auf der Rückseite lesen wir groß Afrob. Sieht so aus wie eine Live-Show. Also wir haben hier das Publikum und hier rechts den Interpreten auf der Bühne stehen. Und dann schauen wir uns das mal an. 20 Jahre später, The Road to a Rolle mit Hip-Hop, die Anfänge von Afrob. Alles klar. Also wir haben hier alte Fotos plus auch die Infos, wie es so mit Afrob losging. Jawohl. Hier haben wir den jungen Afrob. Massive Töne, Stuttgart. So sah er früher aus. Ein Song und Michi Becks Vertrauen. Michi Beck ist ja meines Wissens Mitglied der Fantastischen Vier. Dann haben wir Reimemonster, das ist in diesem Fall Afrob und Ferris MC. Okay, also wir sehen schon jede Menge Geschichte in diesem Magazin, jede Menge Fotos und auch natürlich jede Menge Text, alte Geschichten, schöne Zeitreise durch sein Leben, durch sein Wirken im Deutschrap. Genau, dieses Cover habe ich vorhin gemeint, dass mich hier das Magazincover sehr stark an das Cover von damals erinnert. Rolle mit Hip-Hop. So, was haben wir da noch? Talking Heads, die eigentliche Wurzel für Robes Musik liegt im Soul. Ah, okay, das heißt, hier haben wir dann Weggefährten und Rap-Kollegen, die über Afrob reden. Also hier einmal Max Herre. Dann haben wir DJ Tomilla. Dann haben wir Seku. Sophie Ramel. Michi Beck. Okay. Ja, schöne Sache. Jede Menge Fotos und jede Menge Text. Schöne Zeitreise in diesem Magazin. Jawohl. Das war's soweit. Mich würde natürlich. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Magazin mit jede Menge Fotos und Text. Dann haben wir hier diese beiden Infozettelchen hier. Einmal den hier, einmal den hier. Der eine ist für den Downloadcode gedacht. Also hier haben wir die Möglichkeit, die vier Bonustracks runterzuladen. Und dann hier eben der Code für das Tourticket zur anstehenden Nachholtour. Dann haben wir das Album auf CD, Abschied von gestern mit 16 Tracks. Und natürlich die Doppelvinyl, Abschied von gestern, ebenfalls mit 16 Tracks auf diesen beiden Vinyls verteilt. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Abschied von gestern von Afrob. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Afrob unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.